Nein, Leute, und damit herzlich willkommen zu Rocket League. Ich bin Ash, ich spiele zusammen mit dem Wave. Ciao, Banga, meine Ninja Turtles. So, wie ihr seht, ich habe gerade Körbe rausgenommen. Wir machen wieder ein Doppel 2 gegen 2. Und wir müssen sagen, wir haben ein Thema für diese Folge. Habt ihr vielleicht schon im Titel gesehen? Oh ja. Spoiler-Gefahr. Also, sagen wir mal so, wer die erste Folge der 6. Staffel von Game of Thrones noch nicht gesehen hat, der ist dazu angeregt, jetzt zu pausieren, sich die anzugucken oder weiter zu gucken. Genau, und wer gar kein Game of Thrones gesehen hat und das noch gucken möchte, der ist ebenfalls dazu angehalten zu pausieren und sich die ganze Sache einzuziehen. Weil, wenn ich jetzt, ja, wann dann? Wann dann, genau. Alter, es wird langsam mal Zeit, dass ihr euch die anguckt, die Serie. Weil ehrlich mal, weil die ist wirklich super. Also, wir werden in dieser Folge, werden wir halt jetzt die erste Folge der 6. Staffel durchnehmen und halt unsere Meinung und, Meinung und Gedanken halt dazu preisgeben. Also es ist alles wieder, alles... Genau, und auch so ein bisschen teilweise auch über... halt. Also... Oh Scheiß, ich musste gerade klarkommen, dass das Tor gerade ist und nicht... Ich dachte gerade auch an den Körpermodus. Also, tut uns leid, wenn wir jetzt so ein krasses Spoiler-Thema nehmen und ihr vielleicht jetzt die Folge deswegen nicht gucken könnt. Das ist ein kleines Experiment auch von uns. Und falls ihr Game of Thrones nicht sehen wollt, dann könnt ihr trotzdem dabei bleiben. So sieht's aus. Also... Es fing damit an, dass Jon Snow tot im Schnee lag und er von dem Zwiebelritter gefunden wurde. Ja. Oh fuck, wir werden gerade richtig hart rangenommen. Und ja, wir sind ein bisschen raus, muss man sagen, wir haben auch kein Aufwärmspiel gehabt. Ja. Also Gameplay bitte vernachlässigen. Ja. Also Jon Snow wurde im Schnee gefunden. Was mich schon gleich am Anfang genervt hat, war, also was heißt genervt, doch schon genervt hat, war, dass der Typ, ich weiß nicht mehr, wie der jetzige Lord Kommandant heißt, dass der gesagt hat von wegen, ich habe Jon Snow umgebracht und so, weißt du, und dass er sich damit so gebrüstet hat, ne? Ja, nee, aber was mich viel mehr gestresst hat, waren die Gefolgsleute, weil guck mal, wenn der Jon Snow war ja der Lord Kommandant, ja, von der Schwarzen Festung. Ja. So, und er war ja nicht gerade der beliebteste Lord Kommandant, aber auch nicht der unbeliebteste. Nee. So, und er hatte ja, als die Leute gegen die Zombie-Horde da gekämpft hat, waren ja bestimmt mindestens so 50 von denen dabei, ja? Von den Raben, ja? Oder von den Krähen, ja. Wenn dieser Typ gesagt hätte, ja, ich habe ihn umgebracht und so, und der hat die Wildlinge da durchgelassen, der hätte mir wenigstens sagen können, ja, aber er hat, wir haben die Typen da gesehen, ja, die Zombies, wir haben auch ein anderes Problem. Was ich meine? Also die hätten es mal gerne anstellen können. Das war so, ja, okay, er hat ihn halt gekillt, wir sind ein bisschen sauer, aber na gut, er hatte seine Gründe, warum er gekillt hat, und jetzt ja, ist auch gut. Das war schon ein bisschen komisch. War ein bisschen merkwürdig so. Das war so wie als. Vor allem, dass keiner, also so wirklich, also die einzigen, die aufgemuckt haben, die haben sich ja in den Raum befunden. Das waren diese 4, 5 Leute, ja. Wow. Und eigentlich hätte ich gedacht, dass Jon Snow deutlich mehr Leute hinter sich hat. Ja. Wenn nicht sogar 50-50 halt. Ja, ne? Ja, genau. Und ja, so. War ein bisschen komisch halt, ne, dass er da doch so wenig Unterstützung nur hat, ne? Ja, die meinten halt von wegen, so von wegen erst so, Schweinerei und so, Verräter. Und dann meinte er von wegen, ich hatte halt meine Gründe und so, von wegen, er war halt nicht ein guter Lord Kommandant. Na gut, dann ist okay halt, ne? Mhm. Also das war alles so ein bisschen so schwammig halt, ne? Aber na gut. Und auch so, auch ich hatte so meine Differenzen mit ihm, aber ich hab ihn respektiert. Richtige Scheiße. Er hat ihn immer respektiert. Tut mir leid, dass wir jetzt hier aufs Maul kriegen. Ja. Ich muss erstmal klarkommen, dass die Körbe nicht oben hängen. Ja. Ich denke immer noch, dass die Körbe halt. Und dass man auch Fernschüsse machen kann und so. Das war der Anfang. Gehen wir weiter. Jon Snow auf den Tisch gelegt, rote Frau kommt. Rote Frau da kommt. Da dachte ich, jetzt geht's ab, Alter. Ja. Jetzt die ganzen Verschwörungstheorien, ne? Ja, von wegen, er kommt wieder und so. Er wird wiederbelebt von ihr und alles. Ich dachte, jetzt geht's ab, Alter. Aber man muss ja mal sagen, dass die ziemlich leicht fertig war. Die meinte von wegen, ja, ich habe ihn halt in den Flammen gesehen und so, und ich habe ihn halt auf Winterfell gesehen, was ja ein kleines Indiz ist, dass er immer noch zurückkommt. Wenn sie sagt von wegen, sie hat ihn da in Winterfell gesehen. Ja, also die Sache mit Jon Snow ist noch nicht geklärt. Die ist noch nicht geklärt. Außer der ersten Folge noch nicht. Ne? Ja, also. Ja.
die Jon Snow Katze steckt immer noch in Schrödingers Kiste. So sieht's aus. Also ich glaube, dass der auf eine Art und Weise noch zurückkommen wird. Also der, ich denke mal, dass halt. Er kommt zumindest im. Oh, verlassen. Dankeschön. Okay. Er kommt zumindest im Dings vor. Im. Im Buch? Im Vorspann. Im Vorspann? Schauspieler. Ach so. Als Name meinst du? Mhm. Ah, okay. Was andere Verstorbene eher nicht tun. Ja, er ja auch dabei war in der ersten Folge. Ja, so will, ne? Ja, man muss halt auch eine Leiche halt, ne? Also muss sobald... Halt auch ich hab sofort darauf geachtet, ob der im Vorspann auch erwähnt wird. Und wurde er, da habe ich mich schon erstmal ein bisschen gefreut. Aber wenn jetzt die zweite Folge kommt, ich weiß gar nicht, wann sie kommt. Die kommen übrigens jetzt zeitgleich auf Deutsch und Englisch raus, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, und so. Finde ich... Oh, das sind die Scheißdinger. Finde ich natürlich einen guten Trend, ne? Ja, aber du guckst ja auf Englisch, ne? Ich guck's ja auf Deutsch. Ich guck's auf Deutsch jetzt tatsächlich. Ah, okay. Ja, jetzt, wo die Gläser nicht rauskommen, guck ich's auf Deutsch, ja. Stört es dich nicht, dass die jetzt auch so John Schnee sagen und so, was mich ja persönlich richtig auf den Sack geht? Das hat mich früher gestört, aber mittlerweile ist es mir scheißegal. Ah, okay. Ich verstehe da Jon Snow, wenn die das sagen. Ah, ja. Oh, Scheiße, tut mir leid. Ja, tut mir leid, ich hab... Alles gut. Machen wir mal rein. Nice. Der Typ ist übrigens wieder nachgejoint, ne? Ja. Gut, dann ging's weiter. Also, Johnson wurde hingelegt, Dings. Und dann, also, sagen wir mal so. Wir schaffen es gar nicht in dem Plan. Schaffen wir niemals. Müssen wir zweimal auf die Frau kommt an, hat ihn nicht wiederbelebt. Erste Enttäuschung. Aber hat man sich fast auch gedacht. Also. Ja. Dann ging's nach Dorne, glaube ich. Genau, wo die Schlangenfrau da, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ich hab nie einen Namen gemerkt von der. Ja, also, mir war immer sicher, dass der Typ irgendwann sterben wird, weil. Das, in der letzten Staffel, das war schon so offensichtlich, dass der sterben wird, der Herrscher da. Ja. Das war so offensichtlich. Aber was ich überraschend fand, wie der Sohn von ihm gestorben ist. Das war übel, Alter. Da dachte ich mir auch so, Alter, boah, das Alter. So richtig, das war wieder so ein richtiger Game of Thrones Moment. Ja, mit dem Speer durch den Mund halt, ne? Durch die Augen oder so. Aber wo sie sich auf sie fixiert hat und so mit dem Rücken zu der anderen gegangen ist. Wusste man schon. Habe ich schon gedacht, Mann, sei doch kein Vollidiot. Ja, ey. Ja, ehrlich mal. Die haben die Prinzessin vergiftet. Ja. Als ob die ehrenhaft kämpfen. Ehrlich mal. Aber was ich halt auch da wiederum ein bisschen, was heißt schwach fand, aber so komisch war, als der Herrscher da gekillt wurde, warum die Lifeguard einfach nur daneben steht, weißt du? Ja, weil die ihn auch schwach finden. Das hat sie doch erklärt, die Frau. Ach so, war das so? Dass er in seinem Volk überhaupt nicht beliebt ist, weil er sich die ganze Zeit in seinem Schloss da... Aber trotzdem, eine Leibgarde ist da, ist egal, ne? Wenn die Leib... Also, dass das einfach so keiner aufgemuckt hat, so, weißt du? Ja, gut! Nur sein persönlicher Bodyguard. Und der wurde ja als erster umgelegt. Ja. Aber da dachte ich halt von wegen so, was ist das für eine Leibgarde, Alter, weißt du? Ja, wird umgebracht und dann, na gut, alles klar. Die waren schon infiltriert. Ja, glaube ich auch. Die waren schon umgedreht. Ja, aber die haben dafür, dass sie umgedreht waren, ein bisschen zu geschockt geguckt, als er da lag und verblutet ist. Findest du, dass sie geschockt geguckt haben? Also eigentlich, so zwei, drei Leute haben schon geschockt geguckt, finde ich. Naja. Ah, Geschmackssache. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, da ist ganz schön Scheiße passiert in Dorne. Ja. Erst mit der Prinzessin, was ich übelst hart fand. Na, auch vollkommen ungerecht. Weil die war halt wirklich das einzig Gute, was sie geschaffen hat, wie sie ja gesagt hat. Ja. Das war schon hart und naja. Na komm, kommen wir gleich und die beiden Typen, die ja umgelegt wurden, ne, der Herrscher und sein Sohn, das waren ja auch so Sympathiemenschen eigentlich auch, ne? Ja, aber die waren so unwichtig. Aber es war halt so megamäßig klar, dass der Herrscher sterben wird. Das war ja... Stand der riesengroß auf der Stirn. Und dass der Sohn stirbt, naja gut, das war jetzt ein bisschen überraschend. Das war so ein kleiner Game of Thrones. Gewünscht. Dankeschön. Alter. Das war halt so ein krasser Game of Thrones Moment. Dann gehen wir weiter gleich, du hast es ja schon angesprochen mit Cersei. Ja, die ist jetzt wieder geläutert. Ja. Also dafür, dass ihre Tochter umgebracht wurde, war sie auch gefasst, aber es kann auch daran gelegen haben, dass sie einfach zu sehr gefickt ist zurzeit. Also dass sie einfach keine Emotionen mehr zeigen kann halt. Ne? Nee, die war fertig, ey. Die ist einfach leer halt, ne? Als sie das Schiff gesehen hat und dann den Sarg da drin. Den Sarg, ja. Die war einfach dann leer halt. Die ist am Ende, ey. Ja. Aber ohne Scheiß, wenn die wieder zurückkommt und bei alter Stärke ist, weil ja Jamie meinte von wegen, wir holen uns alles wieder zurück. Und die Lannisters dann mal wieder abgehen, ich glaube, das wird ein richtig böses Miststück. Ihre Rache wird unendlich sein, Alter. Die werden sich ja tausendmal rächen, ne? Ja. Hat Jamie ja gesagt. Ja.
Also Jamie muss ich ja mal sagen, ne, das ist so einer meiner Lieblinge geworden, ne? Also das war ja klar, dass der jetzt ein Liebling sein muss, nachdem er da so, ne, mit Brienne da so gefoltert wurde und so. Das ist jetzt einer meiner Lieblingscharaktere halt, ne? Also auch so Sympathieträger halt. Ja, bei mir auch. Also den mag ich halt, obwohl das ein Lannister halt ist, ne? Na gut, Tyrion ist auch ein Sympathieträger. Ja, okay, stimmt, alles klar. Also, ne? Tyrion und dann Jamie. Was kam danach? Dann kam, glaube ich, wurde dann schon Dings gezeigt? Sansa, glaube ich? Ja, Alter. Sansa ich dachte, die ist jetzt gefickt. Ja, ja, als die Hunde da. Als die Hunde sie hatten, dachte ich, Gott, ey. Kann doch nicht wahr sein, Alter. Bitte nicht. Und als dann der die Wache meinte von wegen so, ich bin gespannt, was er diesmal abschneidet. Also jetzt zum ich hab seinen Namen vergessen. Ey, ich dachte nur einfach, bitte nicht, ey. Ich hab das einmal durch, ich würde es nicht nochmal durchhaben. Muss nicht sein, lass die doch einfach sterben, Alter. Der war ja sehr amused auf Sansa. Ja. Sansa. Wenn er die in die Finger gekriegt hätte, wer weiß, was er da angetan hätte. Der hätte dir, glaube ich, einfach. Alter, und seine Freundin werft sie den Hunden. Ja, ehrlich mal. Fleisch. Ehrlich mal. Was ist verkehrt mit diesem Typen, Alter? Man dachte erst von wegen so, okay, der Typ hat ein Herz und so. Weißt du, irgendwo da drin schlägt noch was Gutes. Und dann so, ja, dann werft er den Hunden vor. Ja, gut, alles klar, so ein Nicer. Unfassbar. Dieser Typ ist so ein richtiges Miststück, ey. Also, das ist so mein Top 1, den ich halt sterben sehen will, ne? Ja. Obwohl, eigentlich ist der noch interessant. Also ich will noch ein bisschen was von dem sehen. Er ist ja jetzt ein Bolton, ne, auf jeden Fall. Wir tun es schwer mit Namen. Wir hätten Nico dabei haben müssen jetzt. Nico, der hätte uns alle Namen sagen können. Und ich habe auch seinen Namen vergessen, auf jeden Fall Bolton. Ramsay. Ramsay, genau. Ramsay Bolton. Ja. Das ist ja zum Glück glimpflich ausgegangen. Ja, mit Brienne von Tarth. Brienne ist jetzt endlich am Start und beschützt sie. Ja, endlich mal, ohne Scheiße, das ging mir voll auf den Sack in der Staffel 5, dass keiner die haben wollte. Ja. Also hier, jetzt hat sie endlich ihre Bestimmung gefunden. Ja. Aber die ziehen natürlich jetzt nach Norden. Wo? Zur Wache wahrscheinlich. Ja, zur Wache, und dann werden die sehen, von wegen ihr Bruder wurde gebracht halt, ne? Und da ist halt auch nicht gerade beste Stimmung, ne? Ja. Ich finde sowieso, dass es ein bisschen schade ist, dass die Starks da so richtig durchgenommen werden halt bei Game of Thrones halt, ne? Ja. So, wenn man so denkt, so Staffel 1, so, oh, die Starks, ey, das sind so die Hauptrollen, ne? Die werden die ganze Story tragen. Ist klar. Und dann, keiner mehr da, ey. Und dann ist halt nur noch drei, nee, vier sind übrig, die... Apropos, da sind wir schon beim nächsten. Arya. Arya Blind. Arya Blind als Bettlerin. Arya Blind, aber im Training noch. Ja, aber weil die Tussi kam und hat sie herausgefordert. Das habe ich nicht ganz verstanden, weil jetzt die Tussi, war das jetzt dieser Typ, dieser der Deutsche? Ich habe seinen Namen vergessen. Ja, das ist... Valabochelis, blablabla, Valabagudis. Ja, das ist der Orden halt. Das ist, ja, ich weiß, aber wie der Typ hieß, habe ich vergessen. Ob es der Typ ist oder so, weiß man ja halt nicht. Die haben ja 1000 Gesichter halt, ne? Weil ja, kann ja alles sein. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass sie noch in Ausbildung ist. Mhm. Und dass die Blindheit eine temporäre Bürde ist. Ja. Zeigt es mir. Achso, temporär? Warum temporär? Na, weil sie das lernen soll. Das ist so ein Lerneffekt. Ach, meinst und du, wenn sie es besteht, dann kriegt sie ihr Augenlicht wieder. Oh, schlimm, meinst du? Die kann, bin ja, ich mir aber, sehr sicher. Aber wenn sie blind genauso, also besser ist, als wenn sie sieht, dann kann sie ja auch blind bleiben eigentlich, ne? Ja, aber die wird die Augenlicht wieder kriegen. Das wäre ja so ein Schwachsinn. Ja, mal gucken. Die wurde da jetzt richtig gedrillt zu einer richtig krassen Assassine oder wie nennt man das, Auftragskillerin? Ja, Assassinen kann man schon sagen. Aber was meinst du, wird Arya noch für eine Rolle spielen? Pff, gute Frage. Wird sie vielleicht einen König umbringen oder so? Sicherheit. Gucken, wird irgendein Motherfucker-Kill wird die schon machen. Ja, wo man denkt so, boah, wo kommt die denn her? Ja, keine Ahnung, aber... Jetzt müssen wir schnell die Folge aufs Ende bringen. Ich würde sagen, wir machen noch ein drittes Spiel hinterher. Okay. Müssen wir nicht so hetzen. Also ich denke, sie ist noch in Ausbildung. Weil alles andere wäre Schwachsinn. Warum solltet ihr kommen und die herausfordern und dann sagen, ich komme morgen wieder? Ja, die ist auf jeden Fall eine Ausbildung, aber ich frage mich halt, wofür halt, ne? Damit das Augenlicht weg, das war ja auch nur Teil so eine Strafe, ne? Für, dass sie da den Typen da... Unbefugten Mord halt, ne? Ja, hier, Brands, nee. Merintrant umgebracht hat. Ja. Ein Typen da. Aber den hat es auch richtig übel umgebracht, da den Puff da, weißt du? So, dann geht's nach
Meeren. Meeren. Und zwar Tyrion und der Eunuch. Ja, in der Stadt. In der Stadt. Die Stadt ist nicht mehr so ganz unter der Kontrolle der Daenerys, seit sie nicht mehr da ist. Ja, aber was ich ja auch wiederum komisch fand, warum laufen die Adligen, die ja da richtig gehasst werden, einfach da alleine durch die Stadt? Ist das nicht mega gefährlich? Ich dachte auch so, jeden Moment werden die doch angegriffen. Ja, ist es nicht mega gefährlich, Alter? Und dann, haben nicht mal eine Wache dabei oder sowas, ja. Also das war alles so ein bisschen, GG. Es war alles ein bisschen so, ja, so komisch, so schwammig halt, ne, so schwammig. Ja. Aber ja, dann sind die ja zurückgelaufen, weil halt ein Feuer ausgebrochen ist und die ganze Flotte war halt zerstört. Ja. Also die Flotte von die ganzen Schiffe, mit denen die eigentlich über die das Meer segeln sollten und dann damit den Thron besteigen sollten halt, ne? Die ist erstmal weg, die Flotte. Also heißt es. Warum eigentlich? Wurde nicht aufgeklärt, ne? Wurde nicht aufgeklärt, aber ich denke mal, das waren halt wieder diese Valkyren. Ja. Also es spricht eigentlich alles dafür, oder? Dass die Valkyren, weil die haben die ja, in der fünften Staffel wurde ja Daenerys angegriffen von denen, in diesen Dome da, in dieser Kampfarena. Mhm. Und dann ist sie ja geflohen auf dem Drachen und ich denke mal, da sie jetzt weg ist, haben die jetzt... Wollen sie sich das an sich reißen. Ja, ja. Sieht aus. Ja, Daenerys, nächstes Thema. Also die Stadt ist etwas in... Gespalten. Scheint... kritisch zu werden. Da stand ja auch, Mysa ist am Master und so, ja. Ne? Und die Master sind nicht mehr... Kill the Masters. Kill the Masters, Mysa ist am Master und so. Ja. Was ja so viel heißt wie tötet... Tötet Khaleesi, ja. Genau. Die kann aber nicht getötet werden, weil die entführt wurde. So sieht's aus. Und zwar von Karl Momo oder irgendwie sowas. Karl Moro. Mhm. Der glücklicherweise die Karl-Regeln kennt. Ja. Dass er eine Witwe eines anderen Karls nicht nehmen darf. Ja, also da, Glück da, für sie. Also da muss ich mal sagen, da muss ich einmal richtig laut lachen, weil die eine Szene, die war so geil, als er meinte von wegen, wo die halt meinte von wegen, es gibt nur eine Sache, die irgendwie geiler ist, als irgendwie eine Frau zu nehmen oder so. Da meinte von wegen, so, ja, hier, das und das. Ja gut, alles klar, das ist unter den Top 5. So. Ja, das war keine schlechte Stelle. Also da muss ich einfach richtig lachen. Ein wildes Pferd zu ziehen. Genau. Ja gut, alles klar, dann ist ein Top 5 halt. Ne? Und ja. Das war richtig lustig. Ja, aber die kommt jetzt anscheinend zu so einer Festung, wo die Witwen Karls sind, ja. Das kann man, hat man die schon mal gesehen irgendwie, die Festung oder so? Nee, ne? Nee, das kam jetzt aus nix irgendwie. Ja. Also davon habe ich noch nichts, also kann sein, dass ich natürlich nicht aufmerksam genug bin. Aber ist es so eine Festung, wo die halt bewacht werden mit Wachen oder ist es einfach so eine... Ist die Frage, was es ist, ne? Ob das so eine Art Kloster ist oder... Oh, scheiße. Ob es vielleicht was Schlimmeres ist, ne? Ja, man weiß es halt nicht, ne? Aber wenn die so eine... Die Witwen kommen da hin und die dürfen nicht angefasst werden von den Karls. Wenn die so eine so einen Respekt haben, dann denke ich mal schon, dass es da eine etwas... Ich denke mal, das ist so eine Art Kloster. Oder da gibt es einen Riesen-Karl, der alle Witwen nehmen kann. Ja, genau. Kann natürlich auch sein. Warum nicht? Den Oberkarl. Den Oberkarl. Den Oberkarl-Drogomania. Keine Ahnung. Man weiß es halt nicht, ne? Bei Game of Thrones kann ja alles passieren. Nachdem jetzt ja sowieso die Serie sich von den Büchern entfernt hat, komplett, ja, weiß man halt sowieso nicht, wie es weitergeht. Und die nächsten Staffeln ja auch, die nächsten zwei Staffeln ja nur 13 Folgen haben wahrscheinlich. Ja. Also insgesamt. Ach so, einmal, was? Einmal 6 und einmal 7 Folgen nur. Das wusste ich nicht. Ist das so? Weil die Produktion zu lange dauert. Die schaffen keine 10 Folgen mehr pro Jahr. Niemals! Mhm. Das wusste ich nicht. Und dann soll wahrscheinlich auch schon vorbei sein. Und wie? Mit Game of Thrones komplett oder was? Mhm. Was? Deswegen hoffe ich mal, dass das nicht so eintritt. Wie was? Dass es die letzten zwei Staffeln sind und dass es nur 13 Folgen insgesamt noch sind. Nach den jetzigen 10 natürlich. Die sollen nicht mal mit dem Typen da wieder zusammenraufen. Oh, schade. Kann nicht sein, weil Game of Thrones ist echt zurzeit meine Lieblingsserie. Also seitdem sie draußen ist, seit 2011, ne, glaube ich. Mhm. Aber wir waren weiter. Das sind alles glaube, unbestätigte Gerüchte, ne, da wollen wir uns jetzt nicht, also hoffentlich sind es Gerüchte. Ja. Wie, das ist schon angekündigt.
Gehen wir weiter. Was war als nächstes? Wir waren gerade bei Auftragskillerin. Danach war Khaleesi. Khaleesi entführt. Dann war, achso, was ich auch richtig beschissen war, war so als der dieser eine Ritter, dieser, ich hab's ja Namen vergessen, und ihr Loverboy da auf dem Feld standen und der auf den Boden guckt und findet genau diesen Riesenfeld, diesen einen Ring, den sie da abgestreift hat, weißt du? Dachte ich so, weißt du, so ein richtiges Fernsehen halt, ne? Mormon oder so. Ja, genau, Mormon. Kannst du dich daran erinnern, wo er da diesen Ring aufhebt, ja, da? Ja. Von ihr, ja, dieser. Ja, er guckt nach unten und findet direkt den Ring. Findet genau den Ring, weißt du, er bleibt genau da stehen und findet genau den Ring von ihr. Und dachte so, boah. Na gut. Alles klar. Muss halt so gemacht werden, damit die jetzt vorankommen halt so. Ja, na, ich hätte mir vielleicht noch vorgeguckt. Es war ja nur ein kleiner Gründerbereich, ne? Der Rest war ja mit Pferden umringelt, ne? Mhm. Das hat man ja gesehen. Ja. Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn er kurz in die Mitte des Feldes gelaufen wäre, ja, und dann den Ring gefunden, ja, hätte. Aber er ist genau da stehen geblieben, so. Ja, ja. Aber der bei dem ist auch noch spannend, ne? Der hat ja da diese. Diese Krankheit, diese, ne? Diese Krankheit. Oh, wie sich das nennt? Weiß ich nicht. Ja, was halt auch diese Tochter von Baratheon hatte. Genau, also. Nicht gut für ihn. Ja, aber weiß man denn, was die Krankheit macht? Die macht einen verrückt, oder? Weil der wurde doch von diesen Typen angegriffen und hat er gesagt, lass dich nicht anfassen, weil ich denke mal, man wird dann genauso wie so einer. Schätze ich mal, ne? Man wird so ein kleiner Verrückter halt. Ein kleiner Verrückter. Und so viel mehr ist auch, glaube ich, gar nicht passiert, oder? Dann gab's natürlich die Endszene, ne? Die Mindfuck-Szene für die meisten. Was war nochmal die Endszene? Dass ach ja, die, stimmt! Die rote Frau ins Spiel geguckt hat, ihre sich ausgezogen hat, was jetzt schon nichts Ungewöhnliches ist. Aber dann ihr Amulett abgenommen, ja, hat. Und in dem Moment, 100 Jahre älter geworden. Mindestens, ja, mindestens. Also man weiß nicht, was denkst du denn, was diese Szene zu bedeuten hatte? Hat sie sich zum Sterben dahingelegt oder ist es so ihre abendliche Routine? Oh. Also erstmal eine andere Frage. Ist das Spiegelbild weggegangen oder ist sie weggegangen? Die ist weggegangen. Jetzt. Also das Spiegelbild war jetzt nichts Extramäßiges, ja? Nö, ich denke mal nicht, dass das Spiegelbild jetzt irgendwie eine Seele hat oder so. Okay, gut. Ich denke einfach, dass sie einfach weggedreht hat. Was denkst du, hat sie sich zum Sterben hingelegt oder ist es ihre mitternächtliche Routine? Ja, aber warum sollte sie sich denn zum Sterben hingelegt haben? Ja, weil sie Jon Snow da gesehen hat, von wegen, dass ihre Vision nicht war. Jon Snow ist tot und ihr König ist tot und alles hat keinen Sinn mehr? Ja, alles ist vorbei, sozusagen. Sie, so, sie wurde von den Flammen enttäuscht, sie hat ihre Macht nicht mehr, so eine Art, oder. Aber dann, der Zwiebelmann meinte doch von wegen, du weißt nicht, ihr wisst nicht, wie mächtig sie ist. Also ich glaube. Ich denke mal, dass sie ihren mütterlichen. Dass es nur ein abendliches Ritual ist. Glaube ich auch, glaube ich auch. Und dadurch ein bisschen mehr Einblick in sie, in ihre Welt bekommen hat. Ja. Und jetzt weiß, dass sie halt wirklich eine krasse Hexe ist. Ja. Na gut. Alter. Aber das war's dann auch schon. Interessante erste Folge. Ja. Gehen wir zurück ins Hauptmenü. Wenn ihr wollt, dass wir öfter mal sowas machen, zum Beispiel jetzt bei Game of Thrones oder auch bei anderen Serien, dann schreibt es mal in die Kommentare und dann werden wir mal Und schreibt auch gerne in die Kommentare, gerne mit so einem kleinen, in Klammern, Spoiler davor, damit es nicht aussieht, jemand anders liest. Ja. schreibt doch mal, wie ihr das fandet oder wie ihr diese erste Folge von Game of Thrones Staffel 6 gesehen habt. Genau. Ob ihr unsere Meinung seid bei manchen Themen oder ob ihr das anders interpretiert. So sieht's aus. Und wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt bitte rein, dass wir nicht mehr so eine nicht mehr so eine Spoiler-Sachen machen sollen, ne? Genau. Spoiler-Folgen und sowas, genau, alles, ne? Wobei das vielleicht ganz gut wäre, wenn wir es am Anfang gesagt hätten, für die Leute, die abgeschaltet haben. ansonsten sehen wir das ja an der Zuschauerbindung. So sieht's aus. Und wie gesagt, schon lasst einen positiven Wert da. Bis zum nächsten Mal. Adios, Muchachos. Tschüssi, Goski.